Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Im letzten Part, da haben wir einen Flugzeugabsturz überlebt, sind an einem Leuchtturm gestrandet, in dem eine Tauchkapsel war. In die sind wir gestiegen. Und mit dieser Tauchkapsel sind wir in Rapture gelandet, wo sogenannte Splicer ihr Unwesen treiben. Und ein Mann namens Atlas hat uns über Funk kontaktiert und gibt uns jetzt Hinweise und zeigt uns den Weg und... Ja, die Musik ist noch etwas laut. Die schalte ich kurz runter. Das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen, aber die Einstellungen, jedes Mal, wenn... Ja gut, das Spiel ist jetzt ein paar Mal abgestürzt und jedes Mal, wenn es abgestürzt ist, haben sich die Einstellungen zurückgesetzt. Deswegen, ja. Gut, wir sind hier. Und müssen aber scheinbar in diesen Aufzug hier. Mir wurde jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich mit Maus und Tastatur aufnehmen soll. Allerdings habe ich das schon als Probeweise mal gemacht. Und ich komme gar nicht klar. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Na gut, wir haben ja eh sonst nichts zu tun. Von daher können wir das mal machen. So, bitteschön. Was haben wir denn da? Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Den haben wir erwischt. Aber Merlot trinke ich besser nicht. Ich habe in Bioshock Infinite schon gelernt, dass es nicht gut ist, Alkohol zu trinken. So... Falls ich ihn doch trinken soll, sag Bescheid. Was ist denn das hier? In liebender Erinnerung. Steht auch ein Name. Hallo? Winstant. Die Blume ist im Weg. Irgendwas mit Ho. Winstant. Rest in peace, Winstant. Winston. So. War das der da unten? Die große Kette. Okay. Die große Kette wird von unserer Hand geleitet. Okay, das ist sehr seltsam. Gut. Hier sind wir aber, glaube ich, fertig. Die haben wir auch durchsucht. Die sieht echt gruselig aus. So. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die Karte tun oder... Was willst du dir eigentlich dabei, Charlie? Charlie! Charlie! Wo gehst du hin? Oh, die Tür ging auf. Kommt die jetzt raus? Das geht nicht! Boah, ja... Ach, verdammt. Kommt die jetzt her? Ja. Ah, Mist. Ah, ich erwische die nicht richtig. Ja, komm halt her, Miststück. Ich erwische die nicht richtig, das ist das Problem. Ja, komm halt her. Ah, jetzt. Nein! Okay. So. So, komm halt her. So, dann halt auf die harte Tour. Meine Güte. So, wo hat die ihre... Da liegt ihre Waffe. Jetzt haben wir wieder Pistolenkugeln, ey. Boah, wegen die habe ich jetzt ganz viel hier... So, Moment. Halt. Genau, jetzt haben wir nachgeladen. Jetzt sind wir wieder bereit, hier unterwegs zu sein. Da ist Arcadia Merlot. Was haben wir hier? Katzenfutter Pussycat. Ist klar, Pussycat. Okay. Scheinbar nichts. Zumindest ist es sehr dunkel hier. Ich sehe nichts. Da liegt jemand. Aber der scheint tot zu sein. Den hat wahrscheinlich die Brenda schon tot gemacht. Ja, ja. Tut mir leid, Horst. Tut mir furchtbar leid für dich. Jawohl, der Kassierer. Gut. Huch.
Oh Gott. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt. Okay. Hab ich gemacht. War das gut so? Wow, die wurden ja richtig gegrillt. Scheinbar verstärkt Wasser das. Was haben wir hier? Einen Verbandskasten? Hey, ich will den Verbandskasten nicht den... Nicht runterfallen hier! Tschetschenischer Wodka. Ja, da kann ich mich auch gleich betrinken. Dann kann ich mich auch gleich in den Splicer reinwerfen. Hat der gleiche Effekt. Da liegt einer. Leadhead Splicer. Gut. Hallo, was haben wir hier? Okay, Geld. Sehr schön. Eine Eve-Spritze. Weiteres Geld. Hey, immer mit der Ruhe hier. Oh, ein Tagebuch. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Und du sitzt denn hier feist aus Fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Das klingt ja nett. Da ist ja scheinbar sehr, sehr, sehr Nettes passiert an Silvester. Erst heute wegen Liebeskummer. Nein, ich blute. Ja, cool. Okay, da bin ich ja gespannt, was es da auf sich hat. Oh. Ich soll dich nehmen? Nein, nehme ich garantiert nicht. Was war das? Okay. Okay, irgendwas geht hier vor sich. Und das gefällt mir gar nicht. Gut. Dollar haben wir hier, aber den Verbandskasten kann ich nicht aufnehmen. So. Gehen wir zuerst zu den Damen. Wow. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Wow. Die hat Sorgen. Da ist garantiert einer drin. Aber hundertprozentig. Weitere Verbandskasten können wir aber nicht aufnehmen. Oh! Tagebuch. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken, als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Wow, okay. Ich wusste doch, dass da einer war. Das war schon abzusehen, weil die Tür zu war. Hier kommt aber jetzt keiner mehr. Nein? Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein? Da ist auch nichts drin. Gut. Wow. Meinte er das Loch hier? Okay. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Was ist denn... Was zur Hölle? Oh Gott. Ich muss gucken, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Soll mich ja genau umsehen, hat man mir in den Kommentaren gesagt. Dann mache ich das auch. Zirkus der Werte. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Okay, was sie da singt, ist echt gruselig. Es ist wirklich kein liebes kleines Mädchen mehr. Das ist scheinbar wirklich ein Monster. Vor allem, was macht die da? Das ist... Warum sticht die denn mit einer Spritze?
Oh. Was? Was? Oh Gott, wo kommt denn der jetzt her? Da oben war ich doch gerade, da war noch nichts. Oh, oh, Moment. Was? Wow. Okay. Wow, 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 wow. Aber du kommst hier nicht durch zu mir, oder? Ich hab nichts gemacht. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Okay. Die sind wohl weg. Gut. Gut, die sind scheinbar wirklich weg. Kann ich denn das kaputt machen? Kann ich das hier machen? Oh! Okay, und ich sollte speichern. Ups. Nicht laden, speichern. Überspeichere ich das hier mal. So. Das war gerade echt... what the fuck? Bin gerade echt ein bisschen geflasht von dem, was hier gerade passiert ist. Das ist nicht normal. Also das ist wirklich... Wow. Hier geht echt... Also was hier passiert, ist echt gruselig. Aber gut. Hier liegt sonst nichts mehr rum. Zumindest leuchtet hier nirgendwo was. Da kann man auch nicht durch. Gut. Hubala. Gut. Okay. Eine Leiche. Da liegt noch ein Wodka. Wow, alles kaputt. Da ist eine Vita-Chamber. Hallo? Besorg alles für ein Picknick, dann mach... Ah! Komm her, Miststück. Komm mal her. Ja, komm her. Das wird nicht funktionieren. Bitte schön. Ah, stirb doch endlich. Moment, wir müssen erstmal hier Munition nachladen. Da liegt ihre Waffe. Nein, die hat schon alles verballert. Schon wieder so ein Ding. No. Okay. Wählen Sie Ihr Plasmid und entwickeln Sie sich weiter. Okay. Wow. Da habe ich aber noch jemanden gehört. Wow. Okay, da unten sitzen welche im Wasser. Die kann ich hoffentlich ohne Munition besiegen. Der hat nichts mehr, schade. Ich erwisch euch. Haha, erwischt, erwischt, erwischt. Sehr schön. So, kann ich da jetzt runter? Scheint nichts mehr zu sein. Wow, die haben den Big Daddy kaputt gemacht. Oh man, das tut mir leid. Da ging es scheinbar weiter, aber jetzt nicht mehr. Ja, scheiß Splicer hier, ne? Okay, Neptune's Bounty ist da unten. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier und machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!